Gestern war Weltuntergang. Ich weiß nicht, was los ist, aber es ist so ein Chaos-Trip. Du hast safe auch diese Krankheit. Oh mein Gott, stell dir mal vor. Das ist voll gefährlich. Es ist etwa Abreisetag. Ja. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Hallo. Willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist mittlerweile schon Montag. Wir sind ja seit Samstag hier. Aber guck mal, so wie du gerade filmst, filmst du uns perfekt und die Mülltonnen. Schöne Aussicht. Ja. Tatsächlich ist heute der erste richtige Tag, oder? Weil Samstag war zwar nice, aber wir waren nicht vollständig. Ja. Sonntag, gestern war Weltuntergang. Hier ein paar Aufnahmen. Hilfe. Ja. Ja. Es ist so windig. Deswegen konnten wir gestern auf jeden Fall nichts machen. Es war komplett Sturm. Das können wir später mal noch erzählen. Und heute ist wonderful Wetter. Wir waren gerade schon im Pool. Genau. Und spielen jetzt noch mit Katan. Also quasi das, was wir so auf die letzten Tage gemacht haben, wird jetzt weiter gemacht. Und das wird auch die nächsten Tage so weitergehen. Und wir kriegen heute noch was vor? Wir kriegen heute eine Massage. Oh, ja. Sehr spontan, aber richtig cool. So, wir sind jetzt hier an unserem Place und spielen eine Runde Katan. Unsere Katan-Weltmeisterschaft. Was glaubt ihr, wer gewinnt? Wir halten euch auf dem Laufenden. Tja. Was sagen Sie? Am Ende des Tages hat der gewonnen, von dem wir es auch erwartet haben. Und wer? Das bin dann wohl ich. Hallo, können wir auch bitte darüber reden, dass ich auch fast gewonnen hätte? Nee, das war wirklich enttäuscht. Oha, stark. Ja, aber ich habe trotzdem nicht gewonnen. Nee, aber mein Sieg ist auch dein Sieg. Ja. Das ist er nicht. Doch, ist er. Outfit-Check. Guck dich mal dieses schöne Outfit an. An dieser schönen jungen Frau. Weißt du, was das Schönste daran ist? Warum hast du dich so schick gemacht? Oh. Wir gehen jetzt essen. Cool. Ruhe jetzt hier. Wer war das? Ja, das sind unsere, Nachbarn. Die sind halt unsere Nachbarn, die sind irgendwie ein bisschen grumpy, ne? Ja, ja, ich mag die auch nicht. Willst du dein Outfit aufzeigen? Ja, klar. Yeah. Outfit-Check. Wow. Du siehst ja urlaubig aus. Guck mal, da kommt die Sonne gerade raus. Schön. War das nicht voll der coole Move? Ja, war super. Alina. Vicky ist hier auch übrigens im Paradies. Ich war überall, wo wir Urlaub machen, wenn es Katzen und Fliege ist. Die sind aber auch so süß. Ich höre. Oh. Hallo. Hallo, Simi. Ihr seid so Bibi. Falls Hans jemals noch mal sagt, ich mag keine Katzen, habe ich jetzt den Beweis. Ich wusste es. Ich dachte, wir teilen. Guten Morgen. Wie haben Sie geschlafen? Zu kurz. Es war tatsächlich die erste Nacht, wo ich richtig gut geschlafen habe. War richtig happy. Guck mal, wer hier. Oh, süß. Techno. Ach ja. Es geht. Wir wollten euch eigentlich noch ein bisschen mehr zum Sturm erzählen. Wir haben es einfach nur in einem Satz erwähnt, aber eigentlich war es halt wirklich richtig heftig. Der Sturm war am Sonntag. Wir haben euch ja schon ein paar Aufnahmen eingeblendet. Es war wirklich geisteskrank. Also ich habe mir wirklich in die Hose geschissen. Hier ist alles durch die Gegend geflogen. Zu dem Zeitpunkt war Fabio, mit dem wir ja auch hier im Urlaub sind, noch nicht in unserer Gruppe, weil er noch in seinem Männerurlaub, Malle-Urlaub war. Er ist halt erst danach dazugekommen. So, an dem Tag sollten wir ihn aber abholen, dass er unsere Gruppe joint. Hat sich dann als schwierig herausgestellt. Ja, hat am Ende noch irgendwie alles geklappt, aber einfach seine Freunde, die an dem Tag nach Hause fliegen wollten, einfach die Flüge waren alle gecancelt. Ich glaube, ein paar haben es geschafft, aber ein paar nicht. Und die mussten wir dann auch nachts noch abholen, weil sie einfach kein Hotel gefunden haben. Alles war voll, alle Flüge gecancelt. Wir beide haben so gerade, also wir lagen hier schon im Bett, haben genau gerade so alles ausgemacht. Wir wollten gerade schlafen. Handys aus, alles, ne? Und uns umgedreht, um einzuschlafen. Und dann kommen sie von draußen. Hallo? Wir müssen nochmal zum Flughafen, die zwei noch abholen. Mitternacht war das und dann sind wir nochmal zum Flughafen. Wir waren um 2 Uhr nachts wieder zu Hause. Es ist wirklich, ich weiß nicht, was los ist, aber es ist so ein Chaos-Trip. Unsere Anreise war ja schon
absolut räudig. Dann ein krasses Unwetter, alles fliegt durch die Gegend. Dann kann hier niemand abreisen. Also irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie steht dieser Trip unter einem komischen Stern, oder? Nee. Ah ja, und ich habe hier noch rumgereiert. Also alles ein bisschen komisch. Naja, ich hoffe, heute ist der letzte richtige Tag. Ich hoffe, heute haben wir keine Zwischenfälle. Ja? Ja. Überraschungsoutfit-Check. Das ist mein Frühstücksoutfit. Wow. Mein T-Shirt, was ich seit der Reise jeden Tag trage. Und wow, ja, das stinkt wirklich. Eine Hose. Wow. Und das war's. Toll. Willst du mal erzählen, was wir heute so vorhaben? Ja, wir haben heute was richtig Tolles vor. Und zwar habe ich mich durchgesetzt. Wir gehen heute nämlich zum Strand. Yeah. Die Jungs sind überhaupt nicht begeistert davon, weil sie absolut keinen Bock auf den Strand haben. Aber wir Mädels haben sehr Bock. Aber ein bisschen am Strand chillen, ein bisschen so ein Urlaubsvibe. Ja, geil, dann gehen wir noch zu so einer Beachbar, trinken was Schönes. Und danach gehen wir wohl noch ins Outlet. Das ist jetzt nicht so meins, weil ich habe ein Kaufverbot. Ich habe mir selber ein Kaufverbot gesetzt, dass ich mir nichts mehr kaufe die nächste Zeit. Ich weiß nicht, ob ich es halt hinkriege, aber wir werden sehen. Let's go! Mach mal Randale. FBI, open up! Seid ihr wach? Wo ist sie? Du bist noch nicht wach. Dann Abfahrt. Los geht's, der Tag startet. Wie eine große, glückliche Familie. So. Wir sind jetzt erstmal im Outlet. Und uns ist aufgefallen, dass Hans und ich noch nie in einem Outlet waren. Ja. Krass, oder? Dann müssen wir jetzt richtig reinhauen. Ganz genau. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Doch, ich will die auch tragen. Set your affirmations, aspirations. I got you to do the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time. Wir haben uns ein Eis geholt. Das teuerste Eis der Welt. Eine Kugel, 3,80 €. Nice. Übrigens, wir Mädels haben uns doch nicht durchgesetzt. Wir sind am Pool. So, ich habe jetzt hier ein bisschen alten Apfel und mir wurde gesagt, ich darf das einfach den Hühnern rüberwerfen. Das machen wir jetzt. Oh, hallo, Sammy. Hi. Hi, mein Schatz. Hallo. So, wir probieren jetzt hier live. Was probieren wir? Pimientos. Pimientos. Pimientos del Padron. Ihr habt's gehört. Ja. So, einfach mit Händen, oder? An der Spitze. Also, dann bitte. Prost. Ah, heiß. Wahrscheinlich unnormal heiß, ja. Ist halt wie gegrünte Paprika. Ja, aber schmeckt gut. Ja, aber schon sehr viel Salz drauf. Ja, das Ding ist, ich habe halt kein Verständnis für Salz, deswegen... Ja, der schmeckt das einfach nicht, das ist so heftig. Doch, kann man machen. Da würdest du sagen, ist viel Salz drauf? Ja. Ich schmecke halt gar nichts. Du hast wirklich. Haben wir nicht letztens diesen Detektivfall gemacht? Mit dem Salz? Du hast safe auch diese Krankheit. Oh mein Gott, stell dir mal vor. Das ist voll gefährlich. Das wäre wirklich gefährlich. Müssen wir mal googeln. Was machst du da, Babe? Ist es etwa Abreisetag? Ja. Oh Mann, Leute. Es ging so schnell vorbei. Wir machen uns jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Wir werden gleich noch einen coolen Ausflug machen. Werdet ihr gleich sehen, wohin. Dann gehen wir auch lecker was essen und dann geht's abends zum Flughafen. Ja, so schnell kann's gehen, ne? Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Baba. Das ist doch kein Huhn. Das ist eine Ente. Aber das sind Hühner. Enten machen. Wir machen Enten. Quark. Quark, quark. Quark, oder? Wir sind da. Wir gehen jetzt nämlich in eine Höhle. Ich weiß nicht, ob wir diese Dino-Experience dazu buchen, aber bin sehr gespannt. Ist nämlich mein Geburtstagsgeschenk gewesen von Fabio und Alina. Yeah. Also wir sind noch nicht mal richtig in den Höhlen, aber es sieht schon so geil aus. Richtig. Komm ins Foto.
Fotoalbum und dein Ziel. Top. Hallo. Der Angel Jones Planet Team ist Element. Silver Lamp for Medical. Jetzt sind wir am Flughafen, Leute. Es ist Abflug. Ja. Time to say goodbye. Was ist hier noch Ihre abschließende Meinung zu den Höhlen? War schön, oder? Ja, ich fand's auch cool. Alina ist zwar auf der Treppe ausgerutscht. Das fand ich so cool. Aber deswegen, ja. Wenn ihr in die Höhle geht, haltet euch fest. War echt extrem rutschig. Okay, wollen wir jetzt Ende machen hier für den Vlog? Ja, ne? Okay. Genau. Was wir noch sagen wollten, eins der nächsten Videos, vermutlich genau das nächste, wird ein Video zu unserer Verlobung. Babe, zeig mir den Ring. Ganz genau, zu unserer Verlobung. Wir haben schon mal ganz viele Fragen auf Instagram gesammelt. Wenn ihr aber auch noch Fragen dazu habt, könnt ihr die in die Kommentare schreiben. Wenn ihr das Video nicht verpassen wollt, solltet ihr natürlich diesen Kanal abonnieren, dem Video einen Daumen nach oben geben und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüssi!